Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein paar Experimente mit dem tschechischen Laser. Der letzte Teil hat euch wirklich sehr gefallen. Wir werden heute auf jeden Fall ein paar Sachen mit ihm ausprobieren. Ansonsten nochmal rausgehen, dort ein bisschen Jugendfeuerwerk versuchen anzuzünden mit dem tschechischen Laser. Ich bin schon gespannt, ob das funktionieren wird. Falls ihr euch nicht mehr an ihn erinnern könnt, hier zeige ich ihn euch mal kurz. Also das Ganze kann man sich auf dem Tschechenmarkt in so einer Box kaufen, kostet so 30 bis 40 Euro. Da ist der Laser dabei mit einem Akku-Ladegerät. Im letzten Videoteil wurde der Akku ja leider leer. Ich habe ihn wieder aufgeladen, jetzt funktioniert der Laser wieder. Und ansonsten sind hier noch ein paar Aufsätze dabei. Ja, übrigens waren wir im letzten Teil ja auch draußen, haben den draußen nachts getestet und da ist mir ein kleiner Unfall passiert. Diese Schuhe hatte ich angehabt. Aus Versehen habe ich ganz kurz auf meinen Schuh geleuchtet und jetzt könnt ihr da das Brandloch sehen. Wirklich sehr, sehr schade. Mein armer Nike-Schuh, ich liebe diesen Nike-Schuh und jetzt hat er ein kleines Loch. Okay, sieht ein bisschen blöd aus, aber ansonsten ist nicht ganz so schlimm. Falls ihr Mitleid mit dem Schuh habt, Freunde, lasst mal einen Daumen hoch da. Ansonsten, bevor wir gleich mit dem ersten Experiment beginnen, gehen heute wieder liebe Grüße raus und zwar an Molly YouTube, Ello Mio und IblasDW. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, dann lasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, Freunde, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Experimente mehr zu verpassen. So, ich würde mal sagen, wir wechseln die Position und beginnen mit dem ersten Experiment. Als allererstes habe ich hier so zwei Dinosaurier-Eier. Einmal ein schwarzes, einmal ein weißes. Normalerweise legt man diese Eier in Wasser, da muss man so 2 Tage warten und die Dinosaurier da drin schlüpfen und wachsen sogar im Wasser, werden ungefähr doppelt so groß wie das Ei. Ist echt eine interessante Sache. Aber wir werden die gleich mit dem Laser ein bisschen quälen. Ich werde jetzt mal versuchen, einen Unterschied festzustellen zwischen schwarz und weiß, ob der Laser auf schwarzen Flächen anders reagiert als auf weißen Flächen. Deswegen eignen sich die Eier, finde ich, ganz gut als Vergleichstest. Wir fangen mit dem schwarzen Ei an und ich habe das einfach so in meine GoPro-Halterung aufgestellt. Ich hoffe, ich erwische nicht die GoPro-Halterung, das wäre auf jeden Fall nicht so cool. Für den Laser habe ich hier eine kleine Unterlage gebastelt mit 2 kleinen Kartons, damit ich ihn richtig ausrichten kann und damit er das Ei auch richtig erwischt. Und jetzt würde ich mal sagen, Freunde, los geht's. Erstmal anmachen. Und jetzt müssen wir das Ei nur noch treffen. Jawohl, Volltreffer. Let's go. Ich habe so das Gefühl, da passiert echt gar nichts. Halten wir den nochmal so ein bisschen oben drüber. Aber ich weiß nicht. Das sieht irgendwie schlecht aus. Aber ich kann es von hier auch nicht so genau erkennen. Also im Zimmer stinkt es auf jeden Fall ein bisschen. Das Ei hat angefangen zu qualmen, aber ich kann hier echt gar nichts erkennen, wo der Laser hier das Ei angebrannt haben soll. Man sieht wirklich gar nichts. Also es liegt, glaube ich, echt nicht an der Farbe, sondern an dem Material, ob das empfindlich ist für den Laser oder nicht. Nichtsdestotrotz werden wir das Ganze jetzt nochmal mit dem weißen Ei probieren und mal schauen, was passieren wird. So, machen wir den Laser an. Nochmal ganz kurz ausrichten. Jawohl. Volltreffer und mal schauen, was passieren wird. Und wieder kann ich überhaupt nichts erkennen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es qualmt oder nicht. Auf jeden Fall sieht man einfach nichts. Ich glaube, das Material ist echt nicht empfindlich für den Laser. Okay, schauen wir uns mal das Ei an. Also hier ist wirklich gar nichts passiert. Es hat noch nicht mal angefangen zu qualmen. Das schwarze Ei hat wenigstens noch mal angefangen zu qualmen, aber man sah keinen Schaden. Also vielleicht macht es doch einen kleinen Unterschied, ob die Oberfläche schwarz oder weiß ist. Als nächstes Opfer habe ich hier so ein kleines Kuscheltier. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern. Ich würde mal sagen, wir setzen ihn jetzt da hinten hin und dann Laser, let's go. Hoffen wir mal, das Kuscheltier fängt nicht an zu brennen. Oh. Das ist ein Volltreffer, würde ich mal sagen. Da lassen wir den Punkt jetzt und warten etwas ab. Mal schauen, ob es anfängt zu qualmen. Ich denke, es sollte anfangen zu qualmen. Oder wenigstens irgendwie anfangen zu schmoren oder so. Aber momentan sieht es so aus, als wenn einfach gar nichts passiert.
Ich lasse den Laser jetzt eine Minute nochmal so liegen. Vielleicht wird da noch was passieren, aber ich schätze eher weniger. Ich habe jetzt mal kurz meine Lampen ausgemacht und es ist nicht ganz so dunkel hier drin, aber jetzt sieht man schon den Laserstrahl. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Erinnert mich irgendwie so an Star Wars, an Darth Vader oder sowas. Sieht wirklich sehr, sehr faszinierend aus. Ich mache jetzt nochmal ganz kurz das Rollo runter, damit man es nochmal besser sehen kann. Jetzt ist es nochmal etwas dunkler im Raum und zieht euch das mal rein. Hinten einfach so der Schatten, der Laserstrahl hier. Sieht auf jeden Fall mega geil aus, wie so ein Lichtschwert oder so. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. 2 Minuten habe ich jetzt insgesamt gewartet. Machen wir mal den Laser aus und schauen uns das Kuscheltier an. Also, es stinkt ein bisschen und ansonsten kann man hier erkennen, der Laser hat da definitiv ein Loch reingebrannt. Das Fell ist einfach abgefackelt. Aber sonst ist nichts passiert. Also das Kuscheltier hat jetzt nicht angefangen zu brennen oder sowas. Da ist wirklich echt gar nichts passiert. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, auf was für Oberflächen der Laser ganz gut reagiert und auf was für Oberflächen nicht. Falls ihr es wisst, Freunde, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Die Experimente drin waren ja nicht ganz so erfolgreich, deswegen bin ich jetzt erstmal rausgegangen. Wir machen weiter mit einer Wunderkerze und probieren jetzt erstmal mit dem Laser die Wunderkerze anzuzünden. Mal schauen, ob das klappen wird. Ich denke mal ja. Legen wir los. Die Schwierigkeit hierbei besteht jetzt aber mit dem Laser, die Wunderkerze zu treffen. Ich gebe aber mein Bestes, aber wie ihr sehen könnt, ist es echt gar nicht so einfach. Ich gehe jetzt ganz langsam da hoch. Halte jetzt da unten dran und mal schauen, was passieren wird. Es passiert nichts. Es passiert wirklich gar nichts. Verdammt, ey. Ist der Laser zu schwach oder muss ich noch näher dran? Okay, Freunde. Ich geb's auf. Sie hat zwar ein bisschen gequalmt, ist hier ein bisschen braun geworden, aber wir haben sie einfach nicht angekriegt. Also, ich hab's auch geschafft, eine Zeit lang nicht so viel zu wackeln. Manchmal kam der Wind, die Wunderkerze hat ein bisschen gewackelt, aber im Endeffekt hat es einfach nicht geklappt. Ich nehme jetzt hier das Sturmfeuerzeug und zieh das so durch. Yo. Die Wunderkerze war auf jeden Fall kein Erfolg, aber ich habe hier nochmal so einen Gold- und Silberregen. Den stecke ich jetzt auch in die Ananas. Und den werden wir jetzt auch versuchen mit dem Laser anzuzünden. Ich hoffe, das klappt dieses Mal. Der hat hier oben eine etwas andere Beschaffenheit. Wir versuchen es einfach. Wenn es nicht klappt, nehme ich das Feuerzeug. Da kann man nichts machen, ne? 3, 2, 1, let's go! Jawohl! Oh ja, also ich finde, das hat ganz gut geklappt. Damit ihr euch jetzt nochmal ein besseres Bild von diesem Gold- und Silberregen machen könnt, zünden wir nochmal einen mit dem Feuerzeug an. Und da könnt ihr den Effekt nochmal ganz genau beobachten. Zieht euch das rein. Also es sieht echt aus wie so ein Regen. Finde ich wirklich sehr schön. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und das war's auch schon. Das war der Goldregen, das andere der Silberregen. Brennt so 10 Sekunden lang gefühlt, aber finde ich echt schön. Ein kleiner Effekt, gefällt mir. Hier habe ich noch so einen kleinen Vulkan, Freunde, von Nico. Ist Jugendfeuerwerk, darf man das ganze Jahr über anzünden. Hat eine ganz normale grüne Zündschnur. Den stellen wir jetzt dahin und mal schauen, ob der Laser es schaffen wird, diese grüne Zündschnur anzuzünden. Da bin ich echt gespannt. Falls das funktioniert, ist der Laser auf jeden Fall geeignet, um Böller anzuzünden. Und falls nicht, dann eben nicht. Aber zur Not habe ich hier noch meinen guten Freund dabei. Sturmi, das Sturmfeuerzeug. Also von daher probieren wir erstmal den Laser aus. So, mein Freund, komm schon, lass mich nicht im Stich. Oh, das ging sogar richtig schnell.
Wow, der Effekt war auf jeden Fall besser, als ich gedacht habe. Der Effekt war echt gar nicht so schlecht, der ging sogar ziemlich lange. Um ehrlich zu sein, habe ich das nicht erwartet. Und ansonsten, mit dem Laser, hey, kann man richtig gut so eine grüne Zündschnur anzünden. Hat richtig gut geklappt, ich bin echt überrascht. Das war richtig geil, also Böller kann man damit anscheinend richtig gut anzünden. Nice. Okay, Freunde, ich hoffe, das Experiment hat euch gefallen. Ich hätte echt mal Bock auf so ein 1000 Wunderkerzen auf einmal anzünden Experiment. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr euch hier weitere Videos anschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hab euch lieb. Euer Johnny Hunt. Peace.